Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Herbstzeit ist Kranzzeit, wie man so hinter mir sieht. Genau, ich kann da mal runtergehen und ich zeige ganz bewusst im Herbst auch wirklich Kränze, weil meine Kunden, die kommen jetzt hier rein und sagen, ich will einen schönen Herbstkranz und es ist noch nicht Weihnachten und ich kaufe auch noch nicht den Spekulatius im Supermarkt und deswegen zeige ich auch bewusst jetzt noch keine Adventskränze, das kommt noch, ja, aber und es ist jetzt einfach nochmal die Zeit dazu. Und das, was im Moment aktuell ist, das zeige ich auch ganz gern und da stehe ich dazu. Ich bin nicht so ein Fan davon, die Dinge so vorwegzunehmen. Und deswegen bleibe ich auch dabei. Es wird ein bisschen kühler, es wird kuscheliger. Ich bin aus dem Urlaub wieder zu Hause und es war ganz toll. Und ich möchte euch in dem Video mal einiges zeigen. Ich zeige euch einen tollen Kranz. Ich zeige euch auch, wie man Alternativen macht. Aber ich fange erstmal von vorne an und gleich nach der Intro geht es dann los im Video. Ja, erstmal möchte ich euch so einen Kranz. Man denkt immer, man braucht frische Materialien. Ja, das ist ein Kranz aus Spinosa. Das ist ja dieses schöne Gestrüpp. Ich halte ihn mal hier, halt mal die Hand so rein. Und ich habe dann also diese schöne Lichterkette, die ich ja so gern nehme. Ja, und das sind also Zweige. Und viele sagen zu mir, das ist jetzt Euphorbia Spinosa, die sagen, ich habe das nicht. Ja, natürlich gibt's nicht immer alles und auch nicht überall alles und das höre ich auch immer. Aber man kann sich ganz toll Alternativen suchen, indem man dann zum Beispiel Flechtenzweige nimmt, Birkenreisig, ja. Und das ist zum Beispiel so ein Kranz, der sieht dann vor allem in den Abendstunden, es ist hier leider nicht dunkel genug, der sieht ganz toll aus mit der Lichterkette. Und noch schöner wäre es natürlich, wenn die Lichterkette so ein bisschen reingearbeitet ist, ja, dass sie so im Verborgenen ist. Und hier kommt so der kleine Trick, den ihr aus meinen Videos auch kennt, dass wir die das Batteriekästchen einfach im Filz verschwinden lassen. Da mache ich nochmal einen Videolink dazu rein, weil da gibt es ganz tolle Videos. Allen voran meine hohe Vase, die, wie viel, ach keine Ahnung, sechsstelligen Bereich geguckt wurde. Ich bin immer noch total geflasht. Dann haben wir natürlich auch schöne Kränzchen gemacht. Das ist jetzt tatsächlich ein Kränzchen für den Tisch. Das ist mit Hortensie, mit Amaranthus. Da haben wir Hagebutten, die Früchte reingemacht. Und wenn die Hortensie jetzt so schön reif ist, also es wird jetzt echt Zeit, die zu schneiden. Ansonsten wird sie nämlich beige und ich sage jetzt mal vergammelt einfach oder ja verfault, ist ein schöneres Wort, Entschuldigung. Und es wird jetzt also echt Zeit, die zu schneiden. Und wenn die schön trocken ist, dann hält die ganz, ganz toll. Und das ist ein Traum, so ein Kränzchen auf den Tisch zu legen. Gibt es nicht nur in Grün mit Orange, haben wir auch genauso gemacht in Fliedertönen. Das ist jetzt mit Statize und mit Hortensie gewickeltes Kränzchen. Und wir haben einfach noch ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Reisig drunter gemacht, dass das Kränzchen höher kommt und die Kerze natürlich in der Mitte erhöht. Und dann gibt es jetzt so wunderschöne Kränze. Oh, mit welchem fange ich denn an? Ja, wir waren heute wieder sehr produktiv. Und diese Kränze, die verschicken wir auch sogar. Und ich habe auch kein Problem damit, dass man den Preis sieht. Ja, also wenn wir sowas versenden, der kostet jetzt zum Beispiel 42,50 plus 6 Euro Porto. Aber versenden wir auch, ist auch ganz toll mit Moos gemacht, mit Hagebutten, mit Früchten und natürlich auch mit einem schönen passenden Band, auch mit schönem natürlichen Spinosa und Moos. Hat die Kollegin heute frisch gewickelt und da habe ich gesagt, super, kann ich den gleich im Video zeigen? Ja, fand ich natürlich ganz toll. Und damit die hier schön präsentiert werden, haben wir hier unsere Äste im Laden aufgebaut, so tolle Birkenäste. Und hier ist also auch noch ein Kranz. Also das ist ja eigentlich mein Favorit, mein persönlicher. Preislich liegen die alle gleich, ja, weil manche von euch sagen, ja, oh, ich will die gar nicht selber machen. Manchen schicken wir das auch. Das ist jetzt ein Kranz, der ist gemacht, der ist, oh, das sieht so ein bisschen aus wie zur Weinlese. Der ist gemacht mit wildem Wein. Ja, hier sieht man also sehr schön den wilden Wein. Das ist eine rosa Kapflora, dann natürlich schönes Moos.
Callocephalus, das ist der Stacheldraht, die Pflanze, und die Hortensien, da ist er so gewickelt. Also alles handgewickelt, Handarbeit, und hält auch sehr, sehr schön. Die Hortensie, die würde ich allerdings nicht draußen den Kranz hinhängen, den würde ich drin hängen lassen, weil die Hortensie, so eine Nachtfeuchtigkeit schadet der doch von der Haltbarkeit her. Also Kränze sind auch bestellbar bei mir. Oder ihr guckt die Videos, ist natürlich beides geht, ja. Aber ich wollte euch die Option mal geben. Und wir haben ja auch schon viele Sachen geschickt an die lieben YouTuber. Und es waren auch die Tage, es waren auch einige im Laden. Das ist wirklich witzig, ja. Es waren welche, eine Dame aus der Pfalz, ja. Ganz liebe Grüße, es war total schön, dass du da warst. Und es kommen aus dem Taunus, kommen Damen und also von nah und fern. Wenn die hier so in der Ecke sind, dann gucken die hier doch mal vorbei und denken auch manchmal, oh, dieser kleine Laden so hinten in der Altstadt in Königstein, ist doch interessant, dass da so viele Videos daherkommen und dass die in die weite Welt gesendet werden. Und das freut mich natürlich immer. Aber vielen Dank an euch, dass ihr meine Videos so guckt. Das macht unheimlich Spaß und es gibt mir auch permanent Motivation, mir Dinge auszudenken. Und ich erzähle euch auch immer ganz, ganz viele Tipps und Tricks. Ja, hier ist noch ein dritter Herbstkranz. Der ist auch gearbeitet mit Callocephalus. Moos ist immer schön, weil es heißt, ist ja auch dieser berühmte Spruch, ohne Moos nichts los. Und hier sind die Hagebutten in Grüppchen angeordnet. Und was da ein ganz tolles Element ist, was sehr schön hält, das sind diese Dachwurz, auch Sempervivum genannt. Die sind wunderbar haltbar und man könnte theoretisch den Kranz sogar noch draußen irgendwo lassen. Ich glaube, die könnten sich theoretisch sogar auf dem Kranz noch vermehren, die sind ja winterhart, aber es ist ein sehr haltbares Material und was dem Kranz eine ganz tolle Farbe gibt, das ist die Birke, die ist so schön hell. Also ich liebe Birke in ganz vielen Arbeiten und hier haben wir den auch mit so schöne Birkenrinde, so große haben wir da reingearbeitet. Ja, und ich bin ja jetzt, wie gesagt, aus dem Urlaub wieder da. Ich habe ganz tolle Steineiche-Kränze gemacht im Urlaub. Und ich habe auch ein Video, ich habe das auch nochmal gezeigt, wie ich diesen Steineiche-Kranz gemacht habe, wie was ich geschnitten habe und worauf ich geachtet habe. Und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Schwank in meinen Urlaub. Und danach, weil viele von euch sagen, oh, ich bekomme die Steineiche so schlecht oder ich habe bestimmte Materialien nicht, dann sage ich euch auch nochmal was zum Thema Alternativen. Es lohnt sich also immer bis zum Schluss zu gucken und wie ihr das lösen könnt, wenn ihr eben nicht immer genau die gleichen Materialien da habt. Aber erstmal gibt es noch den Steineichekranz und danach gibt es die Tipps und Tricks. Guten Morgen, ihr Lieben. So, wieder ein Tag im Paradies. Die Sonne scheint und hier ist ein wunderbar schattiges Plätzchen. Und ich habe hier meine schönen Kränzchen von gestern. Wir haben die gestern Abend bei Kerzenlicht beim Abendessen genossen. Haben hier den Tisch wunderbar dekoriert. Ich habe hier eine Kerze rein, die ein bisschen größer ist und habe das Kleine nochmal, sehr süß, ja. Das Kleine auch nochmal begutachtet. Hier sieht man auch sehr schön die Drahtwickelarbeit von hinten, wo ich da entlang gewickelt habe, die Pistazie. Und man sieht auch, also das hält schon einige Tage sehr gut, wenn man die Pistazie einfach so aufhebt und auf den Tisch legt. Ich habe mal meine Materialien wieder ausgepackt heute Morgen. Und hier ist was sehr Schönes. Das ist jetzt auch ein Zufall, was hier mitgekommen ist. Bei dem Strohrömer war noch das Band dran. Da heißt 30/6. Das heißt, der Strohrömer hier hat 30 cm Durchmesser und das ist 6 cm dick. Es gibt nämlich auch Strohrömer, die sind zwar 30 cm Durchmesser, aber die sind viel dünner. Und wenn das so ein dicker Körper ist, dann kann man auch so einen schönen, dicken, puscheligen Kranz da drauf wickeln. Deswegen sind also beide Zahlen, ja, die Zentimeterangaben sind wichtig, wenn du so einen Strohrömer kaufst. Gibt es natürlich bei Floristik24. Wie so oft. Und also immer darauf achten, welche Abmessung man nimmt. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine sehr schöne Größe für einen Türkranz. Ja, Türkranz oder Tischkranz. Ich möchte heute im Video, das war jetzt aber nur der Zufall, weil das Bändchen hier mit dabei war, habe ich gedacht, das erzähle ich euch gleich mal. Ich möchte so einen kleinen Strohrömer als Basis nehmen. Und wie gestern auch versprochen,
habe ich heute was mit Steineiche im Sinn. Die Pistazie haben wir jetzt ja hier gemacht. Geht natürlich auch in Größe mit Pistazie. Aber mich reizt jetzt natürlich heute, mich reizen diese wunderschönen Früchte der Steineiche. Und damit wir auch Steineiche bekommen, geht es jetzt erstmal ab ans Ernten. Und ich habe wieder meinen Wäschekorb zweckentfremdet. Und der Garten ist hier ja, nicht so groß. Und es gibt hier alles ganz nah, die wunderbaren Gaben der Natur. Und deswegen habe ich mir jetzt hier den schönsten Baum schon ganz nah von meinem Tisch ausgesucht und suche mir hier natürlich die schönsten Steineiche-Spitzen aus, an denen diese tollen Früchte sind. Die werde ich jetzt erstmal ernten und ich versuche schon beim Schneiden so zu schneiden, dass die Stücke, ja, dass die Länge der Stücke gut passt. Das spart mir nachher dann auch Arbeit. Und dass da möglichst viele Früchte dran sind. Das ist wie so oft, auch wenn man Sträuße macht, ist immer wichtig, dass man die richtigen Stücklängen schneidet, dann hat man hinterher nicht so viel Arbeit. So, und damit jetzt hier ein perfektes Kränzchen rauskommt, muss ich erstmal ordentlich ernten. Die Ernte ist eingebracht. Ich hoffe, es genügt, weil wenn man solche Kränze wickelt, dann braucht man unheimlich viel Material. Und viele wundern sich dann und sagen, boah, so viel, was man da alles reinwickelt. War auch kürzlich sehr interessant. Ich habe ein Herbstkranzvideo gemacht, ja, ein sehr schönes, auch schon letztes Jahr. Da mache ich nochmal den Link dazu rein. Und hat eine YouTuberin geschrieben, dass es ja Wahnsinn ist, was man alles an Material braucht und dass der Kranz eigentlich unbezahlbar wäre. Es ist wahnsinnig viel. Es ist sowohl Arbeit als auch wirklich tolle, wertvolle Materialien. Und ich denke, es kommt auch in vielen Kommentaren von euch immer wieder raus, dass die Wertschätzung gegenüber dieser Arbeit und gegenüber der Floristik durch die Videos tatsächlich steigt. Weil manche Kollegen sagen, wieso machst du sowas? Wieso zeigst du diese Arbeiten? Aber es ist wirklich so, dass ihr alle, die das mal zu Hause probiert nachzumachen, dass ihr seht, was da eigentlich alles so dahinter steckt. Und ich finde es eigentlich einen sehr, sehr guten Aspekt, dass man sieht, dass es eben nicht alles so einfach ist und auch, dass auch die tollen Materialien sehr viel Wert haben. Ja, nochmal zu den Basics von Strohrömern. Genau, Strohrömer Basic Video, nein, nicht ganz. Der Strohrömer hat auch eine glatte Seite, ja, die ist hier so ganz glatt. Und er hat auch eine Seite, die ist so ein bisschen runder. Ja, hier sieht man es besser bei dem größeren. Bei dem kleineren, da gibt es jetzt nicht so viel Unterschied. Aber gerade bei dem größeren gibt es tatsächlich auch sogar eine Ober- und eine Unterseite. So, also zurück auf dem Arbeitstisch. Nehme ich jetzt hier meine Steineiche-Stückchen, ja, die ich so schön geschnitten habe. Ich habe ja auch viele mit schönen Früchten geschnitten. Und ich nehme den Strohrömer hier in die linke Hand, lege die Stückchen an und halte die mit der Hand fest, ja, klemme das alles so in meine Hände. Und wenn ich dann so für eine Umdrehung die Steineiche hier angelegt habe, dann nehme ich meinen Wickeldraht. Also hier nehme ich jetzt sehr gerne einen Wickeldraht und nicht einen Myrtendraht. Ich erkläre ja oft auch in meinen Videos die Unterschiede. Der Wickeldraht, das ist hier dieser Draht, der auf diesen Hölzchen ist. Ja, der ist schön fest und dick und mit dem kann man auch richtig schön wickeln und auch mal fest anziehen. Ja, der hält auch ein bisschen was aus. Und der Myrtendraht, da laufe ich natürlich Gefahr, wenn ich da mal richtig fest anziehe, dann reißt er mir. Ja, also man muss immer gucken, dass man die Stückchen doch kurz genug schneidet, weil wie ich merke, bräuchte ich sie doch etwas kürzer, als ich sie geschnitten habe. Aber man muss auch sagen, kürzer geht immer, länger machen geht natürlich nicht. Deswegen ist es der bessere Fehler, ist es,
zu lange Stückchen zu schneiden. Aber tatsächlich ist man beim Wickeln dann doch wieder auch am Schnipseln. Braucht ein paar kurze Stückchen. Und am besten, wenn ihr sowas noch nicht so oft gemacht habt, dann ist es eigentlich die sinnvollste Vorgehensweise, erstmal die ganzen Stückchen kurz zu schneiden und dann erst anzufangen zu wickeln. Wobei der Wickeldraht hier, der ist jetzt so fest an der Arbeit, den muss man nicht mal fixieren, den kann man einfach hinlegen und weiter wickeln. Aber es ist natürlich am einfachsten, wenn die Stückchen schon die perfekte Länge haben. So, ich wickel immer von innen nach außen, ziehe dann immer mal ordentlich fest und dann lege ich wieder die nächste Runde mit der Steineiche. Ja, lege ich an Materialien an. Ich suche auch mal ein bisschen, was lege ich wo an. In der Mitte natürlich auch wieder Stückchen mit schönen Früchten. Und ja, der Steineichekranz ist eigentlich hier mein Klassiker. Ich liebe ihn. Ich mache ihn auch jedes Jahr, wenn ich hierher komme, weil er einfach so wunderschön ist. Und ich liebe ihn auch dann zu Hause, weil die Fortführung zu Hause mit dem Steineichekranz ist dann auch was ganz Tolles. Wir haben schon vereinzelt YouTuber, die Videos vom letzten Jahr geguckt haben. Und zwar auch die schöne Deko im Windlicht. Die haben gefragt nach meinen Lichterketten. Ich habe diese tollen Lichterketten mit Schnur, mit dieser Jute-Schnur, die ich auch aus dem Ausland beziehe. Und die ist hier leider in Deutschland, also ich habe sie nicht gefunden in Deutschland, die es leider in Deutschland nicht gibt. Und ich habe auch letztes Jahr oder in den letzten Jahren unglaublich viele Lichterketten von diesen versendet per Warensendung. Und mein Plan ist, wenn ich dann zu Hause bin, ich möchte auch wieder, auch in diesen Kranz zum Beispiel, einfach eine schöne Lichterkette reinlegen oder reinhängen. Und das Batterienkästchen, da haben wir auch eine wunderschöne Art und Weise kreiert, wie sich das verstecken lässt. Da gibt es auch ganz viele Videos. Ja, meine kleine Helferin, meine neugierige Helferin, ist schon wieder hier im Anmarsch. Ich glaube, die hat auch Lust auf Videos. Die war gestern schon da, die ist heute wieder da. Die ist eigentlich jeden Tag da. Gell, Mädchen? Immer wenn sich irgendwas bewegt, dann ist die hier auch zur Stelle. So ist es eigentlich den ganzen Urlaub schon. Egal wo wir gehen und stehen, wir werden hier permanent begleitet. Und ich glaube, es dauert nicht lang. Da ist sie dann bei mir auch auf dem Tisch drauf. So, mein Kränzchen schreitet voran. Es ist auch ganz interessant, an verschiedenen Bäumen hat das Grün tatsächlich auch eine verschiedene Schattierung. Und ich habe an einem Baum war das so etwas graugrüner und ich habe extra einen Baum genommen, an dem das so richtig schön knackig aussah und schön saftig grün. Man kann das Ganze natürlich auch noch mit ein bisschen Blattglanz besprühen und auch, wenn man will, dass es schön knackig bleibt, auch mit dem Verdunstungsschutz. Es kann natürlich irgendwann sein, dass diese Eicheln von der Steineiche auch aus den Hüllen rausfallen. Dann kann man auch ein bisschen Heißkleber nehmen und die einfach wieder festkleben. Das ist, aber wenn die trocken werden, dann lösen die sich natürlich, wie auch hinter mir, fallen schon von den Bäumen, fallen die natürlich auch permanent runter hier. Der ganze Boden ist voll damit, von diesen wunderschönen Früchten. Aber man nimmt die auf dem Baum natürlich auch gar nicht so wahr, aber wenn man die jetzt hier so gesammelt im Kranz schön gewickelt sieht, ist das ja eine Augenweide. So, und wenn man hier schon so guckt, es wird, ich mache mal ein bisschen Müll wieder vom Tisch runter. Das ist auch immer gut, dass wir alles einfach immer vom Tisch, auch im Laden, dass alles einfach vom Tisch runter gefegt wird während der Arbeit. Und gefegt wird dann nach der Arbeit der Boden.
Das macht es natürlich so herrlich leicht und deswegen würde ich auch an eurer Stelle, wenn ihr sowas arbeiten wollt, ich würde einfach in den Garten gehen, in die Garage, in den Keller. Ich würde irgendwo hingehen, wo man die Sachen einfach auf den Boden fallen lassen kann und dann spart man sich auch unheimlich viel Arbeit, weil man macht natürlich doch Dreck, das ist ja klar. Vielleicht habt ihr auch so eine kleine Werkbank im Garten, wo ihr auch Pflanzen umtopft. Das wäre dann natürlich der ideale Platz, um auch solche Arbeiten zu machen. Und so wie ihr in den Kommentaren immer schreibt, haben ja viele von euch einen tollen Garten. Ihr berichtet ja auch von vielen Pflanzen, die ihr verwendet. Ja, genau. Mädchen, wir brauchen hier den ganzen Platz. Und naja, seitlich darf sie ja rumlaufen. Gestern habe ich auch noch hier das kleine Kränzchen gewickelt. Da ist sie mir die ganze Zeit zwischen den Händen rumgelaufen. Hier sieht man von hinten, ist ja auch immer, von hinten ist auch immer ganz interessant, ziemlich regelmäßige Stücke, mit denen ich gewickelt habe. Ja, wo ich das alles festgewickelt habe. Falls ihr den jetzt an die Haustür hängen wolltet, den Kranz, und ihr wollt nicht, dass diese Drähte an der Haustüre kratzen, dann kann man hier auch einfach ein Stück Filz, eine Filzschnur drüber legen. Und hier habe ich natürlich noch wunderschöne Eichelstücke. Die kann ich immer noch als Deko nehmen. Und mein Gedanke war, dass es, ich weiß gar nicht, ob das jetzt reicht, nee, der Topf ist zu groß. Mein Gedanke war eigentlich, die Lilie in diesen Kranz reinzustellen. Aber der Topf ist zu groß. Ich bräuchte tatsächlich was Kleineres. Oder ich nehme mit einer kleinen Erhöhung die Kerze hier rein. Aber schöner wäre natürlich auch noch, wenn die Kerze etwas dicker wäre. Also man muss einfach suchen, bis man das passende Objekt findet. Und die hier wäre etwas erhöht, wäre zum Beispiel sehr, sehr schön als Deko. Und dann gibt es natürlich von dieser Arbeit jetzt auch noch diese Eicheln. Und man könnte auch jederzeit in den kleinen Kranz einfach ein paar Eicheln reinkleben. Und das meinte ich vorhin damit, dass man jetzt im Herbst diese fruchtigen Materialien ganz toll nutzen kann. Und egal, ob ihr das aus Laub oder aus welchem anderen Grün, aus einem schönen reifen Grün macht, man kann immer noch mit Früchten wunderschön dekorieren und kann dann ganz tolle herbstliche Kränzchen machen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, eure schönen, fruchtigen, herbstlichen Arbeiten zu machen, eure Kränzchen zu wickeln, um was auch immer ihr diese Kränze drumherum legt oder mit was ihr auch immer das gruppiert. Ja, auch gruppiert ist so, so toll, indem man einfach so ein Grüppchen macht. Also es lässt sich so, so toll gestalten und dekorieren, wenn ihr so einen Gartentisch habt. Und es ist einfach schön, wenn man interessiert bleibt und ein Auge auch bei allen anderen Ideen hat. Und dann lässt sich auch vieles selber gestalten und kreieren. Dazwischen gibt es jetzt nochmal den kleinen Blick für Neugiernasen. So, ich muss mich auch ordentlich anziehen für die Kamera, sorry. Ich habe für morgen hat die Braut einen Brautstrauß gewünscht und die kommen ja auch immer mit Fotos, mit Vorstellungen. Die Farben sind jetzt hier ein bisschen blasser auf dem Foto, als sie in Wirklichkeit sind. Und er hat gesagt, so hätte sie gerne ihren Brautstrauß oder so ähnlich, also so in Gelb, Orange mit diesen dunklen Blättern. Und ist ja auch kein Problem. Sie wünschen, wir spielen. Hier ist er und in Live hat er natürlich noch mehr Farbe mit diesem tollen Perückenstrauch mit Kapflora dazwischen. Ja, das ist auch eine Art von Kapflora. Sorry, ich halte den Strauß viel zu tief. Der sieht auch so riesig aus vor der Kamera. So riesig ist er nicht, weil die Sträuße sehen immer viel größer aus, wenn ich die vor mich halte. Ja, so sieht man das. Dann meint man, es wäre jetzt ein Riesending. Aber das ist ein ganz normaler Brautstrauß und der hat ein schönes Höhenprofil. Und morgen früh wird er abgeholt. Gewünscht in herbstlichen Farben. Ich hätte natürlich auch noch passend gleich die ganz tolle Kürbisse dazu. Aber mit denen habe ich noch eine andere Idee. Da kommt noch was im Video. Da bin ich morgen schon mal am Vorbereiten. Und es ist ja nicht nur die Hochzeit, die morgen kommt, sondern die nächsten Hochzeiten rollen auch schon heran.
Und da möchte die Braut gern ganz viele, das ist alles in weiß und pastellig, und die möchte gern ganz viele Kürbisse auf den Tischen haben, ja. Und dann werden wir diese schönen Kürbisse dekorieren. Also es waren wirklich die Wunschfarben, dieses Gesprenkelte und Weiß. Und da kommen auf jeden Tisch allein 5, 6 Kürbisse. Es sind große, runde Tische und es ist eine ganz tolle Hochzeit im Nachbarort. Ich habe auch schon hier, um es auf die Tische zu legen, diesen tollen Eukalyptus Baby Blue, der so geringelt ist. Aber Eukalyptus habe ich natürlich nicht nur das eine Döschen, sondern da gibt es den ganzen Eimer voll. Also die liebt Eukalyptus und da gibt es auch ganz viel zu dekorieren. Und zusätzlich, ich muss das mal zur Kamera hochhalten, mein Kameramann ist heute nicht da, ich bin heute alleine. Und zusätzlich gibt es auch noch diese wunderschöne Olive. Und da meine Braut nicht so ein kleines Sträußchen macht, sondern so was Richtiges, ist jetzt noch nicht ausgepackt, kommen diese Proteen mit in den Brautstrauß. Also das wird eine spannende Geschichte, weil er wird natürlich auch ein bisschen üppiger, das ist ganz klar. Und so schöne Blumen wie die weißen Eustoma, die so toll verzweigt sind und mit diesen hübschen Knospen, die sich ja wunderbar eignen für Bräutigamanstecker und für so feine Arbeiten. Das sind ganz, ganz tolle, schöne Ware ist das, Gärtnerware. Und da wir ganz viel Grün machen müssen, habe ich auch wunderschöne Efeuranken. Ganz viele. Die sind so wie aus dem Ei gepellt. So bop, 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 links, rechts, links. Das ist so eine kleine Vorschau. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Ach, und dann haben wir noch für das Altargesteck. Lilien haben ja auch viele Qualitäten. Bei Lilien ist ja der Stiel nicht immer so fest. Ja, wer Lilienfreund ist, der weiß, manchmal ömmeln die so rum. Ja, sind also so ein bisschen gummiartig, der Stiel. Und das ist jetzt so ein Stiel, der ist super, ja. Da ist ja der Stiel fast so breit wie mein Finger. Und die haben bis zu, das ist jetzt eine mit 8 Knospen an einem Stiel. Das ist der Hammer. Bekomme ich auch nicht immer. Oft sind es 3, aber 8 ist eine Bombenqualität. Und die Qualität, die möchte auch gern mit zur Hochzeit. Dann zeige ich euch noch einen schönen Strauß für den Geburtstag einer Dame. Der ist auch so, den wir gemacht haben. Ein bisschen drehen, damit ihr den auch gut seht. Und jetzt geht es endlich in den Arbeitsbereich. Und dann gibt es noch so ein paar Tricks und Kniffe zum Thema Ersatz. Da gehen wir jetzt aber erstmal rüber zusammen. Bis gleich. So, willkommen im Arbeitsbereich. Nachdem ich euch viele andere Sachen gezeigt habe, ist der Arbeitsbereich leider nicht im Süden, sondern hier wieder mal zu Hause. Ich habe ja die tollen Steineichekränze gemacht. Moment, ich muss mein Video mal ein bisschen grad rücken, Entschuldigung. So, jetzt alles perfekt. Ich habe ja die tollen Steineichekränze gemacht und dann haben ein paar gesagt, ah, wo bekomme ich den Steineiche her? Steineiche gibt es tatsächlich bestellbar beim Floristen. Ich denke, es hat auch nicht jeder Florist da, ich auch nicht. Ich habe sie sehr selten da, aber wir bekommen es im Großhandel und ihr könnt es bundweise kaufen. Also geht zu eurem Floristen und sagt, ihr wollt gern ein oder zwei Bund Steineiche und dann kann man die auf jeden Fall kaufen. Aber das Ding ist, man muss gar nicht immer exakt die Materialien haben. Ja, weil ich habe das jetzt einfach mal ein bisschen so ausprobiert und überlegt, naja, was gibt es denn eigentlich Schönes, was auch eine tolle Optik hat? Und das ist zum Beispiel hier dieser Buchs mit den runden Blättern. Ja, der ist auch ganz toll. Und ich habe das einfach mal so getestet. Natürlich ist der jetzt nicht ganz so buschelig wie die Steineiche, aber es ist auch eine schöne Alternative und das ist jetzt einfach mal so ein kleiner Test von mir. Eine schöne Alternative, so jetzt wickle ich das mal, zu dieser Steineiche. Und was man da natürlich immer machen kann, ich habe das jetzt einfach mal so gewickelt, ja, was man dann immer machen kann, ist irgendwelche Früchte, ja, Früchte, Beeren, ja, kann man ja auch reinkleben, ja, zum Beispiel, das ist jetzt in so Eukalyptusglocken, ja, aber man kann immer diese Früchte dazwischen setzen und dann sieht es eigentlich auch ganz toll aus. Ich müsste das eigentlich kleben, um euch das zu zeigen, ja, aber damit kann man auch den bärigen Charakter widerspiegeln. So, jetzt zeige ich es mal halt in die Kamera, ja, das ist jetzt so im Kleinen. Das ist jetzt zum Beispiel der runde Buchs, ist jetzt eine ganz tolle Geschichte für so ein feines Kränzchen. Wenn der Kranz ein bisschen größer ist,
dann, jetzt mache ich auch mal die Beeren wieder runter, weil sonst müsste ich ja einen ganzen Kranz wickeln. Wenn der Kranz ein bisschen größer ist, dann kann man natürlich auch eine Nummer größer gehen und kann sagen, man nimmt zum Beispiel Blätter vom Rhododendron. Ja, das sind so die Spitzen vom Rhododendron. Vielleicht wächst der eh irgendwo entlang, wo man sagt, ach, könnte ich eh abschneiden mal, wäre nicht schlecht. Dann kann man natürlich auch die Rhododendronblätter mit reinarbeiten oder die Spitzen und das Ganze mit puscheligem Moos. Ja, dazwischen kann man das arbeiten. Also das sind auch so Ideen. Und wisst ihr, wir haben hier im Blumenladen auch nicht immer alles, aber aus dem Mangel an Material sind oft ganz tolle Ideen erwachsen und wir haben mit die schönsten Ideen öfters gehabt, wenn wir die Sachen nicht alle da hatten. Ja, hier kann man also auch sehen, wirklich wie schön Rhododendronblätter sein können. Und was eigentlich sehr ratsam ist, wenn ihr überlegt, irgendein Material zu nehmen, dann schneidet es erstmal ab. Und legt euch einfach ein paar Tage zu Hause hin und guckt mal an, wie sieht es nach ein paar Tagen aus. Ja, und das ist ja zum Beispiel ein sehr robustes Material. Es gibt vielleicht andere, die sofort kaputt gehen und die gar nicht halten. Aber Probieren geht über Studieren, der Spruch gilt natürlich auch bei den ganzen Naturmaterialien. Und ich habe euch jetzt hier mit dem, zum Beispiel mit dem Buchs, mit dem Rhododendron, zwei sehr schöne Alternativen gezeigt. Was natürlich jetzt einen ganz anderen Charakter hat, aber die habe ich neulich vergessen im Video zu zeigen. Ich glaube, liebe Marga, und es haben auch noch irgendwie zwei, drei andere gemerkt, da habe ich gesagt, ich habe die grüne Erika im Hof, ich zeige sie euch. Hier ist sie, sie ist jetzt nachgeliefert. Ganz liebe Grüße. Ja, das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Material, wieder was ganz anderes. Also ich denke, es ist immer ein Fehler, auf ein bestimmtes Material so fixiert zu sein. Und es ist gut, immer einfach Alternativen zu suchen. Aber bevor ihr euch die Arbeit macht, das Ganze in den Kranz zu wickeln, macht erstmal den Test, legt es mal hin und guckt mal, was passiert. Und wenn es dann hält, dann könnt ihr sagen, okay, dann mache ich den Kranz damit und dann lohnt sich auch die Arbeit. Und manchmal gibt es auch Materialien, die zum Beispiel dann nicht so schön sind wie in den Vorjahren. Das ist jetzt so ein Material, das ist jetzt eine kleine Vorschau aufs nächste Video. Da denkt man so, was macht sie denn damit? Das ist jetzt die Vorschau. Damit mache ich auch was Tolles. Habe ich schon eine super Idee im Kopf. Aber das Video dazu, das gibt's nächste Woche. Weil es muss ja auch noch Vorfreude auf das nächste wecken. Weil das ist jetzt nicht perfekt. Das ist auch, das Leben ist auch nicht immer perfekt. Und auch aus den Dingen dann was Schönes zu machen, das ist natürlich wiederum so eine Kunst, die eigentlich ein Florist sehr gut können sollte. Und ich mache das sehr, sehr gern, ja, aus so Dingen einfach noch was Tolles herstellen. Ja, also die Vorfreude auf nächste Woche. Und wie immer, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich habe mich bemüht, euch viele interessante Dinge zu verraten und freue mich auch über so tolle Anregungen oder tolle Fragen. Wie Renate hat mich ein paar Sachen gefragt. Ich habe die Piniennadeln auch im Kopf. Es kommt noch eine Idee dazu, aber ich habe kein Muster bekommen. Aber legt die mal ein bisschen angesprüht in den Gefrierbeutel, in den Kühlschrank. Ein bisschen feucht, dann halten die toll. Da kommen auch noch Ideen dazu. Und dann halten die auch. Und sonst werden die trocken und man kann sie wegschmeißen. Also, jetzt höre ich endlich auf und freue mich, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und sage einfach alles, alles Liebe und Gute und ich freue mich wieder auf nächste Woche mit euch. Tschüss!